Ach du Scheiße! Ja moin! Hallo! Willkommen zu einer neuen Folge Angeln mit Ziel. Wir haben jetzt ein Turnier. Ich glaube, das nennt sich Profi vs. Nobody. Also auch für uns. Und wir sind jetzt schon heiß, weil wir stehen schon eine Stunde am Spot. Sind schon teilweise seit 2 Uhr irgendwas auf und wir wollen jetzt endlich angeln. Wir warten jetzt noch kurz auf den Startcode und dann geht's sofort los. Also, ihr seid dabei und schaut euch an, wie wir uns schlagen oder nicht. Geht jetzt los? Attacke. Jetzt geht's los. Fisch! Das geht schnell. Gefühl 2 nach 6, 5, 30. Ja, keine Ahnung, was ist denn da jetzt? So, schicke Oberlippe der Kleine, der kommt schnell zurück und weiter geht's, Turniermodus. Das ist jetzt für mich das vierte Mal, dass ich diese Saison am Wasser bin, weil ich kaum losgekommen bin. Und das lief immer beschissen. Und dann habe ich jetzt gerade einmal hier vertikal lang geführt und dann mache ich den ersten Wurf an die Stelle, an die ich hin wollte, direkt ein Hecht. Und hier habe ich tatsächlich an dieser Stelle jahrelang keinen Fisch mehr gefangen, kein Witz. Vigi hatte jetzt auch wohl gerade einen Biss, musste dann aber abbrechen und keschern kommen. Hoffentlich läuft das so weiter, aber wenn es am Anfang immer gut ist, läuft der Rest des Tages doof. Ersten 64 Punkte, schon mal nicht Schneider. Fisch. Ist das ein Fisch oder ein Hänger jetzt gewesen? Halt rein, halt rein. Ich komme noch. Yes! Yes. Yes. Sauber. Super, super. Das geht eigentlich sogar noch. Haben wir das Beste rausgemacht. Wir haben noch nicht mal eine Stunde rum, sind jetzt am dritten Spot. Vigi und ich geben momentan wirklich Gas. Ne? Das ist wie ein Zahnrad geht ins andere, das kennen wir. Nur, dass sonst unsere Zahnräder ein bisschen kaputter sind. Bis jetzt klappt es ganz gut. 2 Fische haben wir auf der Uhr an 2 Spots. Hier hatten wir beide jetzt auch schon Kontakt. Ob das ein Biss ist, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall Fischbewegung gehabt. Aber auch sehr viele Hänger. Dann werden wir hier in unserem bekannten Revier nochmal eben so 2-3 Spots andüsen. Und wir machen uns sehr zeitig auf den Weg in eine ganz andere neue Region. Also da, wo wir uns weniger auskennen, aber wir sind letzte Woche einmal hingewiesen, sind da erfolgreich gewesen mit einigen Hechten. Und da werden wir nachher dann nochmal richtig Angriff nehmen und dann kommen wir auch an irgendeinen Punkt, wo wir dann sagen müssen, okay, ab hier kennen wir gar nichts mehr. Und müssen dann schauen, dass wir uns dann spontan was raussuchen. Aber wie das Ganze zeitlich laufen wird, wir werden sehen. Hängt ja auch davon ab, wie die Fische laufen. In dem Sinne, drückt uns die Daumen. Auch wenn ihr es seht, schon zu spät ist. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, welchen Platz wir machen. Also wie gesagt, noch keine Stunde rum, wir haben schon 2 Hechte, ist schon mal gut. Alter, hier knallt was. Schreibt mal in die Kommentare. Ja, Fisch, guter. Oh! Guter Bello von Zander. Ja. Ach du Scheiße! Wie geil bist du denn, Alter? Ach du Was Scheiße! Was ein Koffer! Oh, da muss man drauf klarkommen jetzt. Jetzt gerade mal 7:06 Uhr. Das heißt,
eine Stunde sechs, zwei Hechte und dann noch so ein Zanderentgegner. Ich bin ein bisschen außer Puste. Aber am Guten. Das ist geil, da feiere ich gerade. Wahnsinn. Und der Einschlag, Alter. Wow. Aua. Oh, wenn das so weitergeht, also. Das läuft jetzt schon besser als jeder Tag. Gut, wir waren ja auch nur dreimal los. Der Saison bisher, ne? Ja, schnell, 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 schnell. Ja. Oh, fetter Barsch. Ja, bin da, bin da. Geil, was geht denn ab hier? Boah, ey. Ich hab die Route noch nicht mal im Wasser richtig gehabt. Yes, kannst doch gar nicht glauben. Mittlerweile haben wir es 8 Uhr, liebe Leute. Es läuft wirklich Bombe. Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Also mit vielem habe ich gerechnet, aber nicht, dass wir heute so viele Fische fangen und dann schon bis 8 Uhr. Ne? Oder in dem Falle war das, glaube ich, irgendwie bis halb 8. Also in anderthalb Stunden haben wir, glaube ich, schon Triple voll gehabt. Ich bin diese Saison kaum noch los. Mir war immer zu viel Angeldruck hier. Oh, Kontakt. Mir war zu viel Angeldruck hier los. Und es lief aber auch nicht. Hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich, keine Ahnung, habe ich auch keine Lust zu angeln. Gut, ich war auch in Norwegen und Italien, muss man dazu sagen, aber ansonsten, nö. Und jetzt bin ich umso glücklicher, dass das endlich mal wieder läuft. Also heute macht richtig Laune. Jetzt hoffen wir noch, dass Sir Vigi was kriegt. Aber da bin ich guter Dinge. Da bin ich guter Dinge. Nein! Oh, wie kommt noch ein Blatt rein? Mein Gott, also so ein schöner Tock, ey. Oh, der war auch in der Mitte wieder. Ganz weit drin. Ey, was ist denn los? Das ist jetzt der dritte Biss hier. Oh. Oh, der war besser. Der war gut. Das war ein guter Fisch. Oh, jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Also bei mir ja nicht, weil war eh schon ruhig. Aber Dennis legt mal eine kreative Fangpause ein. Wir schauen mal. Aber wir sind schon ganz zufrieden. Und da haben wir auf jeden Fall die Morgenstunden gut ausgenutzt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht, ob es jetzt ruhiger wird. Erwartungsgemäß, wenn es ein bisschen heißer wird, dürfte es ein bisschen ruhiger werden. Wir werden weiter nach Stellen suchen mit Schatten, Strömung, optimal verschatten und Strömung. Und ja, beißwilligen Fischen, aber das weiß man ja vorher immer nicht. Deswegen schauen wir mal und ihr bleibt einfach dran. Bis gleich. Hat er sich entschneidert? Bleib oder? Dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Er ist es. Regi hat sich auch entschneidert. So, liebe Leute. Ja, Maß hat er nicht, aber entschneidert bin ich. Hey! Entschneidert! Was hast du? Ich kann das von dir nicht sehen. Ja, das ist das Problem. Das ist wie beim Pinkel. Ja. Danke. Golo Keschan. Dennis, Fisch. Guter Hecht. Ist ein Hecht? Ja, guter. So. Ist ab. Hassen, hassen. Oh. Alter! Junge! Mein Herz, ich hätte dich fast getötet aus Versehen. Und dann auch zu Unrecht. Oh. Yes. Geile Mann! Mann! Jetzt bin ich auch da! Geile Mann! Ja! So, jetzt bin ich auch auf dem Scoreboard endlich. Schön. 71er Hecht, konnten wir noch melden. 5 Fische jetzt auf der Karte. Wir wollen uns nicht beschweren, das ist ganz cool. Oh, ein schöner Biss, der hat richtig einmal BAM! Und dann Hänger. Hat Spaß gemacht, schön. Doch. Ja moin, liebe Leute. Wir unterbrechen nur kurz, weil ich euch einfach meinen neuen Begleiter am Wasser vorstellen will.
mittlerweile habe ich immer die Auto Nano im Gepäck, weil das ist wirklich eine Pause nach meinem Geschmack. Ja, am Fuß der Kaffeemaschine gibt es einen einfachen Einsatz. Hier kannst du normale Espresso-Kapseln oder Kaffee-Kapseln einfach einsetzen, überhaupt kein Problem. Im zweiten Schritt einfach oben den Deckel abnehmen und da kann dann das Wasser rein, das ihr für euren Espresso braucht. Könnt ihr da einfach 30 bis 50 Milliliter Wasser einfüllen. Ah, und wenn's piep geht. Ja, ihr seht, Kaffee ist fertig. Und natürlich könnt ihr das jetzt, wie auch immer ihr wollt. Ihr könnt es natürlich pur trinken als Espresso. Ihr könnt mischen mit Milch. Macht euch einen Latte Macchiato. Macht euch einen Cappuccino. Macht euch einfach einen guten Tag. Ja. Kannst du nicht ausdenken, sowas. Ja, wie viel war es jetzt heute? Unser Fisch Nummer 6. Ehrlich, ne, wie gesagt, noch, der ist zu klein, aber wenn du auf dem Wettkampf bist, dann guckst du mal nach. Original 42. 42. Und das ist das Maß, was du mindestens haben musst. Mega. Da freue ich mich, weil das sind wieder viele Punkte. Ne? Und uns fehlen jetzt nur noch 2 Fische zur Full Card. Das ist mega. Ja, bin da. Nein! Weg. Mann! Oh Mann! Ach, du hast auch gerade noch einen kleinen Fisch gehabt. Ja, kleinen Barsch gefangen. Ne? Ich habe schnell noch mal auf den Dropshot gewechselt, weil ich gedacht habe, ich lasse mal unter der Brücke den Köder einfach mal länger stehen. Und das ja, scheint zumindest für die kleineren Barsche auch interessant zu sein. Fehlten, glaube ich, 2 cm jetzt zum Wertungsfisch, aber alles gut. Also wichtig ist ja, die Fische haben noch Bock, wir haben Kontakte und solange die wollen, wollen wir ja auch noch. Full Cut, Baby! Hier schon den Mund auf hier. Ja, nach dem Fisch ist vor dem Fisch, oder wie heißt das? Nein, Spaß. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben gerade die Karte voll gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir am Anfang die Regeln von dem Turnier erklärt haben, dass wir heute fischen. Wir können insgesamt 8 Fische in die Wertung bringen. Hecht, Barsch, Zander. Anzahl ist egal, aber 8 insgesamt. Und ja, auf die Länge gibt es einen Modifikator, das kennt man aus den anderen Turnieren ja auch. Irgendwie Zander wird mal 1,3 gerechnet, Hecht mal 1 und Barsche zählen doppelt die Zentimeter als Punkte. Und ja, ich habe jetzt nicht ganz genau mitgerechnet, aber Karte voll, das war, als wenn man mich vor dem Turnier gefragt hätte, was wollt ihr erreichen, hätte ich gesagt, Karte voll wäre schon ganz geil und dementsprechend sind wir gerade gut zufrieden und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch mal ein bisschen zu verbessern. Und darum geht es jetzt. Also gucken wir mal. Geil, Oma! Geil, Oma! Also, Vivi, was läuft heute? Alles. Ja, so, wir haben jetzt gerade den Barsch noch verbessern können. Also, der Barsch fliegt raus, dafür kommt der Hecht, den ich dann gerade überlisten konnte, rein. Coole Sache. Jetzt sind wir bei, boah, keine Ahnung. Irgendwie cool, viel Punkte, so.
Und ja, alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Ne? Also es läuft gut. Wir sind zufrieden. Kann man nicht anders sagen. Macht echt Spaß. Sehr schön. Ganz komisch. Nein. Den kleinsten hast du heute auf jeden Fall erwischt. Ungeheuer. Ja, dann sagst du, oh, ich hab noch nie. Wir sind jetzt am letzten Spot angekommen für heute, glaube ich. Danach werden wir dann Richtung Ziel des Turniers fahren, also Richtung Siegerehrung. Ja, bin mittlerweile ganz schön groggy, muss ich gestehen. Ich glaube, das sind wir alle. Sind wir alle, sagt Niklas. Ja, ist wohl so. Nee, alles gut, aber rundum zufrieden. Ich bin gespannt. Wir gucken mal, für welche Platzierung es reicht. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, man kann immer zufrieden sein, wenn man mehr erreicht, als was man vorher gedacht hätte, dass man erreichen könnte. Und ich glaube, das haben wir heute tatsächlich sogar geschafft. Von daher bin ich echt glücklich und zufrieden. Und egal auf welcher Platz es ist, mehr saß heute tatsächlich, glaube ich, für uns nicht drin. Mehr war nicht rauszuholen. Das ist schon ganz cool. Von daher, schauen wir mal. Dass ihr alle an unserem ersten Turnier teilgenommen habt, hat uns mega gefreut. Auf Platz 5 haben wir Team Cribe mit 591,6 Punkten. So, jetzt sind wir auf Platz 4 angekommen. Das ist das Team WW Fishing Team 1 mit 601,5 Punkten. So, jetzt sind wir in die Top 3 angekommen. Das ist einmal das Team Angeln mit Stil mit 606,2 Punkten. So, jetzt sind wir, die letzten beiden Teams. Auf Platz 2 ist Mikado Fishing mit 616 Punkten. Jetzt noch mit Kabulefinger. Ja. Yes! Udo! Jetzt haben wir Platz 1 mit unglaublichen 677,6 Punkten. Duo Lima. Ja! So, kannst anfangen. Ja, wir sind zufrieden und so, ne? Nee. Halt den Mund auf vom Morgen, das morgen nicht. Nee, wir sind mega zufrieden. Wir sind nicht zufrieden, wir sind mega zufrieden, oder? So ist es. Also, wir haben mit nichts gerechnet. Begeistert, ja. Es lief viel besser als erwartet. Dann auch noch aufs Treppchen mit drauf. Das ist. Haben wir nie, also hätten wir nie gesagt. Tatsächlich. Weil jedes Turnier, was wir gefischt haben, waren wir eigentlich ganz hinten bis. So mittel. Ja, so mittel, letztes Drittel, so in die Richtung und dann sowas. Mega geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr uns das zugetraut hättet. Wir hätten es nicht. Und. Doch, wir haben vorher immer gesagt, wir wollen das gewinnen. Ja. Hat nicht geklappt. Das ist scheiße. Müssen wir nächstes Jahr wiederkommen. Spaß. Ist alles super. Also, so, wir freuen uns. Wir müssen nach Hause. Wir reden dumm zu. Wir sind früh aufgestanden. Wir müssen ins Bett. Tschüss. Tschüss.